Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Beim letzten Mal haben wir die ersten Informationen darauf erhalten, wo sich ein Drache aufhalten soll. Also neben der Information, dass irgendwo in einem Eisgebiet einer sein soll, aber der soll ja so mächtig sein. Gut, wir haben erfahren, dass sich westlich von hier, also westlich von der Burg, ein Sumpfgebiet befinden soll. Und ja, das soll wohl sehr verdächtig sein, da Drachen ja auch ihre Umgebung immer etwas verändern. Also gehen wir jetzt in Richtung Westen, aber wir haben uns auch schon ausgeguckt, wo das sein könnte, nämlich in der Nähe von Cavallons Hütte. Deswegen werden wir uns jetzt auf den Weg zu Cavallons Hütte machen. Allerdings werde ich dann erstmal was machen, was ich vergessen habe, nämlich den Stärketrank einnehmen und dann geht's los. Jetzt geht's wieder ins Minental und ich sehe da schon Orks. Ach Gott, das kann ja ein Spaß werden. Wenn da jetzt schon mehr stehen. Okay, zieh mal einfach die Waffe und dann schauen wir mal. Jetzt kommst du schon angespackt, ey. Was ist mit dir kaputt? Ach du Scheiße. Das sind mir echt zu viele. Sorry, aber das ist, damit ich hier wieder rauskomme. Eigentlich brauche ich das schon gar nicht mehr. Ich bin da eigentlich gut genug drin inzwischen. Kommst du bis hierher, Freundchen? Ach, weißt du, dann komme ich zu dir. Na gut, komm ich bis zu dir. Es geht ja schon mal lustig los hier. Ach, jetzt bleibst du da oben, oder was? Ach, du bist ein Kunde, weißt du das? Oh, jetzt kommt er runter. Der ist mir zu nah, da kann er seine blöden Combo-Attacken machen. Aber wir machen gut Schaden, zumindest wenn es ein Crit ist. Und wir haben ja fast 50% Chance auf einen Crit inzwischen. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich nicht die Klaue Belias noch nehmen soll gegen sowas wie Orks, weil die eben den Chance auf den Blitzschaden hat und dann ist es egal, wenn die Orks blocken. Aber ich denke, solange wir uns nicht mit zu vielen Orks anlegen, sollte das auch alles gehen. So, ich nehme hier ja auch nur so viele mit, dass ich hier einen freien Weg habe und nicht jedes Mal mich hier freikloppen muss. Da ist natürlich noch ein Ork. Holen wir uns den auch gleich mal noch. Wie gesagt, solange sie relativ einzeln bleiben, ist alles kein Problem. Oh, da sind eine ganze Menge Orks. So, das war der Ork. Den da will ich mich schon gar nicht großartig nähern. Das ist mir schon fast wieder zu gefährlich. So, also wir gehen als erstes mal jetzt in der Folge in Richtung Cavallons Hütte, aber natürlich nicht auf dem direkten Weg hier über den Orkring, weil das ist, glaube ich, wäre so ziemlich unser Untergang, sondern wir machen uns wieder auf diesen Schleichweg und bei der Gelegenheit können wir nämlich gleich mal Hoshpak töten. Oder es zumindest versuchen. Der soll ja da oben irgendwo hocken. So, gegen Snapper ist natürlich die Waffe ein bisschen besser als die Klaue Belias, weil der Vorteil an der Waffe ist einfach, dass ich nicht auf den Blitzschaden hoffen muss. Also, dass die Gegner nicht blocken und deswegen egal ist, ob ich Blitzschaden, Crits mache oder normale Crits. Und wenn ich, hier habe ich ja insgesamt eine höhere Chance auf Critical. Eigentlich ist das ganze Spiel sowieso nur dann schwer, wenn man keine Crits macht. Sobald man welche macht, ist es eigentlich ziemlich einfach. So einfach gesagt. So, dann schauen wir doch mal, ob wir die Orks da oben hinkriegen. Bisher läuft es eigentlich ziemlich gut. Aber genau sowas macht mir immer Angst. Wenn es zu gut läuft, dann ist bald oft, kriege ich bald oft auf die Schnauze. So. Ich denke mal, wenn es ein Anführer ist, wird er auch bewacht werden. Tatsache, da sind auf jeden Fall Orks. Also normale Orks. Wir suchen ja einen Schamanen mit Hoshpak. Das Problem an Schamanen ist ja, wie ihr wisst, bloß, dass die mit ihren blöden Feuerbällen rumwerfen und da bringt mir mein Amulett der Krieger, also mein Kriegerset, nicht viel. Gott, sind das viele Orks. Deswegen muss ich irgendwie versuchen, als erstes mal, Alter, nicht so viele, als erstes mal die normalen Orks hier zu töten und dann den Schamanen in den Nahkampf zwingen. Oh Gott, sind das viele. Was ein Spaß. Au, 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 sowas tut doch weh, Leute. Ich möchte ein bisschen hier nach hier ausweichen, damit ich nicht noch mehr Orks anlocke. Alter Falter, ey. Okay. Ich muss jetzt aber auch Crits. Jetzt muss ich wirklich Crits machen, ansonsten war's das. Ansonsten bin ich sehr schnell tot. So, nicht zu sehr in den Ork-Ring ausweichen. Mist, den hat er abgewehrt. Ich muss jetzt wirklich aufpassen.
Alter Falter, und ich kritte zu wenig gerade. Auf jeden Fall haben wir sie schon sehr weit weggelockt. Okay, ein Ork ist tot, das ist ja schon mal was. Und der eine Ork ist sehr angeschlagen, so jetzt. Au. Nicht gut. Jetzt stand ich gerade mittendrin. Au, scheiße. Ah, die kommen immer so nah, das ist das Problem. Eieieiei. Alter Falter, das wird ein Kampf, ey. Mist, hätte ich den gekrittet, wäre er tot gewesen. Dann wäre es, glaube ich, machbar gewesen. Scheiße, jetzt kommen noch mehr. Okay, okay, Rückzug, Rückzug ins Wasser. Denn Orks hassen Wasser. Okay. Mist. Das lief nicht so gut, wie ich das erwartet hatte. Oder gehofft hatte, vor allem. Ich hatte schon ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Aber gut, Rückzug ist ein Takt. Das war ein taktischer Rückzug einfach. Von daher ist noch alles in Ordnung. So, wir heilen uns kurz und holen uns dann die Orks. Sind die schon weg, alle? Ich speichere jetzt einfach nicht nochmal. Bevor ich die Orks gefunden habe. Das Problem ist, glaube ich, wenn die nämlich aus meiner Reichweite rausgehen, verschwinden sie nicht nur. Wie der tote Ork hier, dessen Ork-Axt nur noch da lag, sondern ich glaube, sie heilen sich dann auch. Und dann wäre ich jetzt wieder genau am Anfang. Außer, dass ein Ork tot ist. Ah, ich glaube, die waren schon wieder zurück, verdammt. Ach Gott, das kann auch ein Spaß werden hier. Und da bin ich ja froh, dass ich gar nicht erst versucht habe, durch den Ork-Ring zu spazieren. Ach du Kacke, jetzt haben sie mich auch früh gesehen. Okay, warte ich mal hier hinter dem Felsen. Ah nein, er hat sich nicht geheilt. Gut. Und jetzt kommen sie hier so rum, dass ich jeden einzeln umhauen kann. Also so läuft das doch geil. Das war eine gute Taktik, auch wenn es nicht so geplant war, aber... Und die haben Tränke dabei, sowas finde ich immer toll. Zu holen. Da ist nichts zu holen. Warum haben die beide nichts? So. Wieder ein paar Tränke abgestaubt. So, jetzt gucken wir mal, sind noch normale Orks da? Oder sind jetzt, ist jetzt der Schamane allein? Oh Gott, jetzt habe ich mich erschreckt. Oh. Jetzt habe ich mich wirklich gerade erschreckt, ey. Normaler Ork-Schamane, so wie es aussieht. Das war jetzt wirklich... Ich bin ja sonst nicht so leicht zu erschrecken, aber damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet. Kam auf einmal der Feuerball von der Seite. Nicht schlecht, Spiel, nicht schlecht. Ölla, die Waldfee. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Oh, na gut, nochmal. Nochmal kriegt er mich nicht so einfach. So, es ist Hoshpack jetzt, aber hier. Okay, jetzt habe ich mich nur ganz leicht erschreckt. Das zweite Mal. Oh, das erste Mal, das war schon... Ach, da sind noch mehr Orks. Warum habt ihr eurem Anführer nicht geholfen? Eieiei. Das war jetzt wirklich geil, muss ich sagen. Das hatte schon was. Macht jedem Horror-Game Konkurrenz hier, ey. Ach Mann, Scheiß-Kampf-Arena, sag ich mal. Verdammt, keine Crits. Zweimal und kein einziger Crit. Okay, jetzt sind beide halb runter. Also ich brauche zwei Crits, um so Orks zu töten. Also die normalen zumindest hier. Bei Schamanen habe ich jetzt gerade nicht geguckt, ob es da auch reicht. Aber eigentlich sind die ja sogar noch schwächer in der Verteidigung. Okay. Also ein Ork ist kein Problem, weil ich ihn einfach von mir weghalten kann. Zwei Orks wird dann langsam schwer. So, inzwischen habe ich mich auch wieder ein bisschen beruhigt. Ich gebe zu, ich habe mich erschreckt. Das war echt nicht schlecht von dem Spiel. Alter Verwalter. Gut, jetzt schauen wir mal hier lang. Was wächst hier denn? Feldknöterich. Na gut, den braucht man, glaube ich, nur für irgendwelche besonderen Tränke. So, da vorne liegt nämlich noch was. Das hätte ich gerne. Und zwar liegt dort Pharos Schwert, wie auch immer der Held herausfindet, dass das Pharos Schwert ist. Aber gut, er hat ja auch gesagt, dass er hier auf einem Hügel das verloren hat.
Aber ich verstehe immer noch nicht, wie der Held das dann wissen kann, aber was soll's. Gut, damit wäre Hoshpak Geschichte. Hoshpak. Ach nee, da sind noch mehr Orks. Und ich dachte, hier ist alles frei. Na gut, dann kommt mal her, ihr Orks. Okay, ich habe den einen sogar dazu gekriegt, gleich wieder seine Waffe wegzustecken. 3. Verdammt, zu früh. Sonst hätte ich ihn jetzt schon umbringen können. Das war schlecht, das war richtig schlecht. Mist, 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 zu langsam. Okay, einer tot. Und 2 tot. Jetzt habe ich auch richtig Glück gerade mit den Crits gehabt. Ich meine, an sich ist jeder zweite Schlag ein Crit, aber jetzt hatte ich gerade richtig Glück. Jetzt war quasi jeder einer. Gut, man weiß nicht, wie der berechnet worden wäre, den die sie geblockt haben, aber... Das lief gerade richtig gut. Nichts zu holen. Okay, wieder heilen. Und jetzt seht ihr auch, warum ich gerne ein paar Heiltränke gehabt hätte. Ich meine, ich denke, die wir dabei hatten, die hätten erstmal gereicht, auf jeden Fall. Aber man will ja... Okay, da ist auf jeden Fall noch ein Ork. Der kommt auf jeden Fall eher, als dass die Waage kommen. Und da sind noch mehr Orks und ein Schamane wieder. Gut, Schamanen kann man immer relativ einfach austricksen. Und da war auf jeden Fall noch mehr. Ach, jetzt kommen die Waage auch noch. Kacke. Da hat auf jeden Fall auch noch ein Ork seine Waffe gezogen. Nicht nur der. Bin ich mir sehr sicher. Oh, jetzt kommen die Waage an. Oder der Warg. Die anderen haben keinen Bock scheinbar. Oh, und da kommt jetzt auch der Ork um die Ecke. Den ich gehört hatte. So, das war's mit euch. Gut, läuft doch ganz gut jetzt. So, den können wir ausnehmen, den können wir ausnehmen. Dann die Ork-Axt noch. So, jetzt die Frage, sind da noch mehr Orks um die Ecke? Oder war's das? Auf jeden Fall ist da noch ein Schamane mit einem Ork. So, erstmal die Waage holen. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Ja, nom, nom, du kleiner Waag. Komm her. Hier braucht man einfach nur den richtigen Rhythmus. Da brauche ich nicht mal den Gegner sehen und ich weiß, wie ich schlagen muss. Das ist das Coole. Das sind so Tiere, die sind immer recht einfach gehalten. Der Schamane nervt mich schon so ein bisschen, weil... Schamanen mit ihren Feuerbällen. So, ist da noch ein Ork um die Ecke? Jetzt kommt erstmal der Waag auf mich zu. So, komm her, mein Freund. Zack, das war er. So, und jetzt weiter. Jetzt mal um die Ecke gucken. Ich hoffe bloß, dass der Ork mich dann nicht gleich angreift. Da ist noch ein Schaman. Ich wusste doch, dass da noch was war. Okay. Jetzt hoffe ich bloß, dass der... Okay, der Schaman hat seinen Feuerball gezogen. Das ist kacke. Okay, er ist aus dem Bild. Dann kann er mich auch nicht mehr treffen. Also wir sind weit genug von ihm weg. So, dann denke ich, stürme ich einfach da rein in diese Höhle. Hau den einen Schaman um und hoffe dann, dass ich den anderen noch schaffe. Die Schamanen sind im Nahkampf ja nicht so stark. Die sind ja wirklich nur mit ihren Zaubern mächtig. Aber jetzt läuft es eigentlich ganz gut, wenn man es hinkriegt, dass man nicht zu viele Orks auf einmal hat. Da steht der Schamane noch. Okay, gleich rechts rum. Jetzt kommt der mit seinen scheiß Feuerbällen. Komm schon, zieh deine Waffe. Geil. Im Nahkampf hast du keine Chance gegen mich. Aber eigentlich gefällt es mir auch nicht, wenn wir so stehen, dass du deine Dreier-Kombo durchführen kannst. Das ist dann... Oh, kacke. Oh, kacke. Feuerball. Okay, Moment. Taktikwechsel. Hier rein. Vorteil, hier kann mich der Schamane mit seinem blöden Feuerball nicht treffen. Und in der Regel sind sie dann so doof, dass sie in meine Nähe kommen, aber eigentlich nicht. Und ich sie in den Nahkampf zwinge. Tja. Gut, im Nahkampf bist du eigentlich keine große Gefahr. Ach man, jetzt hör auf, so viel zu blocken. Gut. Es läuft doch eigentlich gar nicht so schlecht. Es könnte besser laufen und ich kämpfe auch nicht super gut. Aber ich meine, in dem Teil des Spiels, da kann man auch nicht... Also da, gut, da ist es natürlich noch sinnvoll, super zu kämpfen. Habt ihr ja vorhin gesehen. Dann hätte ich mich nicht zurückziehen müssen, kurzzeitig. Aber... Naja, auch wenn man nicht ganz so gut kämpft. Wenn man die richtige Ausrüstung hat, ist man inzwischen dann ganz gut dabei. So, auch noch mehr Orks. Also inzwischen ist das ja hier wieder wie ein Ork-Gebiet, habe ich das Gefühl.
Bloß, dass man zusätzlich noch die Orks vor der Burg hat. Also eigentlich ist das ganze Miedental jetzt das Orkgebiet. So, und ich nehme auch immer alles mit, weil die haben immer ganz gerne diese schönen Tränke dabei. Und die brauche ich ja momentan sehr dringend. Ich habe schon so Probleme mit den Orks. Wie wird das dann erst mit dem Drachen, ey? Kommst du, Varg? Da oben ist nämlich noch ein Ork. Der kommt jetzt auch in meine Nähe? Nee, kommt er nicht. So, schalten wir erstmal dich aus. Das ist so geil, wenn man den richtigen... Ah, verdammt. Jetzt habe ich nicht drauf... Jetzt hätte ich vielleicht doch mal auf den Gegner achten müssen, dass der ein Stück weiter nach hinten ausgewichen ist. Da sind Wölfe. Was wollen Wölfe noch von mir? Eigentlich könnte ich gegen die Waage ja auch mal meine Armbrust ausprobieren. Oh, verdammt. Da haben wieder zwei Orks die Waffe gezogen. Das habe ich gehört. Das habe ich genau gehört. Ah, okay. So gefällt mir das dann. Komm, weich zurück. Und jetzt bist du tot. Nein, immer noch nicht. Jetzt aber. Huiuiui. So, die Waffen stecke ich einfach deswegen ein, weil man sie verkaufen kann. Ich glaube, sie bringen zwar nicht viel, aber ein bisschen was bringen auch solche Waffen. So, dann komm du mal noch her, du Varg. Du Varg, du. Na, jetzt komm schon her. Na komm, put. Na komm, zack, und da ist ja noch einer. Ja gut, aber wir wollen natürlich, ich lasse den einen Varg jetzt einfach mal leben. Wir wollen ja nicht von unserem Weg großartig abkommen. Wir wollen ja eigentlich nach Westen in Richtung von Diegos ehemaligen Versteck, habe ich ja gesagt. Weil wir, kümmere ich mich erstmal um die Vargs und Wölfe hier. Weil wir ja zum Sumpf wollen, der da irgendwo im Westen sein soll. Warum kümmere ich mich eigentlich zuerst um den Wolf, der mir eigentlich so gut wie keinen Schaden mehr machen dürfte inzwischen? Level up, na also. Anstatt um die gefährlichen Waage. Manchmal auch ein bisschen doof, ne? So, weiter geht's. Ach du Kacke. Feuerwarane. Okay, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, dass Feuerwarane hier auch stark waren, aber nicht mehr so stark wie früher. Ich werde dennoch mal die Amuletts wechseln. Amulett der Flammen. Und ich habe doch hier irgendwo noch Flammenschutzring und Feuerring. Genau, habe ich ja extra gekauft. So, und solange ich die Feuerwarane, denke ich, einzeln kriege, ist das auch machbar. Bin jetzt bloß ein bisschen zurückgewichen, weil ich nicht sicher war, ob da noch ein zweiter kommt. Vorteil ist hier natürlich auch von uns wieder, dass wir eine Zweihandwaffe haben. Das heißt, wir haben eine hohe Reichweite und können einen Großteil ihrer Angriffe schon im Voraus stoppen. In Gothic 1 war das ja noch richtig kacke. Da war denen das ja egal, wenn sie getroffen wurden. Haben sie einen ja trotzdem noch angegriffen. So, und zack. Das ging zum Beispiel klasse. Ich würde mich ja am liebsten als erstes um den Feuerwaran kümmern, aber ich glaube, ich nehme sie wirklich alle einzeln, wobei die Warane sollten inzwischen auch kein Ding mehr sein, die sollten mir fast gar keinen Schaden mehr machen. Wobei, ich habe jetzt mein Set nicht mehr an, ne? Da machen sie mir dann wahrscheinlich wieder einen Ticken Schaden, aber gefährlich sind eigentlich bloß die Feuerwarane hier. Und zack, und zack. Verdammt, jetzt hat er mich mal getroffen. Das zieht schon was ab, muss man sagen. Also Feuer ist schon ein ganz schöner Schaden, aber es hielt sich in Grenzen. So, da vorne ist schon wieder ein Ork. Wir wechseln wieder. Krieger. Und ich trinke mal lieber was, weil wo ein Ork um die Ecke lauert, lauern gerne auch mal mehrere. Weil diese Orks arbeiten ja oftmals in Grüppchen. Zumindest diese Orks. Also eigentlich immer, man findet Orks eigentlich immer in der Nähe, in Grüppchen. So, komm mal her, du blödes Vieh. Ja, sag mal, sonst kommst du immer viel eher zu mir. Ach, du musst mich also auch sehen, okay. Zack, das war das. Das ging flott. Ja, wie gesagt, allein sind die Orks kein großes... Ach, das sind noch mehr Orks. Ich hätte es eigentlich wissen sollen. Jetzt kommen wir langsam nämlich an die Stelle, wo ehemalig das... Oder wo das ehemalige Versteck von Diego war. So, ich hole mir noch die Worge hier. Die Worge.
dann hole ich mir noch den... Oh, da ist schon wieder ein Schamane, ey. Ich hasse diese Schamanen. Wobei, hier in dieser zerklüfteten Umgebung sollte ich sogar Vorteile gegenüber dem Schamanen haben. Da kann ich mich an vielen Stellen vor seinem Feuerball in Sicherheit bringen. Problem ist bloß, wenn die Schamanen angreifen, wenn man es gerade nicht erwartet. Weil man zum Beispiel gerade mit Orks kämpft oder sowas. So, na dann kommt mal her. Ich bin jetzt eigentlich fast nur noch am Speichern, oder? Seit wir hier wieder drin sind. Aber ich meine, es ist auch ein sehr, sehr schweres Gebiet hier. Ach, kacke, der Schamane. Schnell, schnell, schnell hier um die Ecke. Dann kann mich sein Feuerball nicht treffen. So, und dann erwarte ich euch hier wieder um die Ecke. Zack. Und zack. Verdammt. Jetzt komm schon. Krit, wo bleibst du? Na also. So, wir sammeln die extra ein. Der Schamane, der wartet wahrscheinlich noch um die Ecke oder ist ganz weg erstmal wieder. Ich ziehe sicherheitshalber das Schwert. Oh, da ist er. Sag ich doch, die warten dann um die Ecke, weil sie halt denken, ah, jetzt kommt er gleich raus. Dann kann ich meinen, also, sie folgen einem ja dann, damit sie den Feuerball auf einen schleudern können. Problem ist dann, sie bleiben dann aus irgendeinem Grund stehen. Fragt mich nicht, was, wieso. Wahrscheinlich, weil sie das schon erwarten, dass dahinter eine Falle lauert, mehr oder weniger. Und dann wechseln sie aber sofort auf Nahkampfwaffe, wenn man dahinter hervorkommt. Ist eigentlich ziemlich... Eigentlich ist die KI ziemlich doof an manchen Stellen. So, die beiden Worge hole ich mir hier noch. Und dann würde ich sagen, machen wir uns in der nächsten Folge auf, da in Richtung Sumpf zu kommen. Das wird auf jeden Fall noch spaßig, denke ich. Das wird auf jeden Fall noch richtig spaßig. So, dann kommst du mal noch her schnell. Hier bin ich. Weil ich denke, da sind auch noch ein paar Orks da vorne. Aber gut, darum kümmern wir uns alles gleich. Oder was heißt gleich? In der nächsten Folge. So, ich gucke bloß noch. Eine Sache möchte ich noch kurz überprüfen. Ob Diegos Versteck rein, also hier, safe ist. Nicht, dass dann von da auf einmal Orks kommen. Das wäre nämlich richtig kacke. Nee, hier ist nichts. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Und wie wir uns weiter in Richtung Sumpf machen, also sprich, da jetzt, wo das ehemalige oder wo der ehemalige Eingang zum Orkgebiet war, rausgehen und hoffentlich uns am Orkring vorbeischleichen können, um dann schließlich zu gucken, ob wir den Sumpf finden und vielleicht dann auch schon bald den Drachen töten. Das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Bis dahin. Ciao.